Es ging meines Wissens Ende 90 vielleicht mit dem ein oder anderen Kollegen schon los, dass die dann aus der Ostberliner Verwaltung schon nach Westberlin gezogen wurden und bei uns in die Büros mit reinzogen. In aller Regel kamen die Leute in Büros mit zwei Westlern als dritten Tisch noch dazu. Das war dann alles ein bisschen enger, aber eigentlich durchaus verträglich. Und ich denke, Ende 91 oder Anfang 92 waren die meisten, war praktisch die Ostberliner Verwaltung, zumindest der Teil, der jetzt analog in unsere Westberliner Verkehrsplanungsdirektionsabteilung reinpasste, hinübergenommen in die Westberliner Abteilung. Das Interessante oder das Schäbige dabei ist, die Leute waren großenteils auch studiert, also viele von denen hatten dieses Verkehrsingenieurstudium aus Dresden gemacht, also wissenschaftlich ausgebildet, große Praxis auch schon gehabt, also selbst in der dortigen Planungsabteilung eben auch teilweise schon richtig Verantwortung gehabt für Projekte. Und die wurden im Westen alle mindestens eine Gruppe niedriger einsortiert, nach dem Westtarifvertrag. Einfach drücken, drücken. Und die haben es mit sich machen lassen. Das ist kein Vorwurf. Die waren das eben so gewöhnt. Ja, dann ist es so. Und ich bin froh, dass ich hier einen sicheren Arbeitsplatz habe. Das ist auch eine Dankbarkeit, wahrscheinlich großenteils mit drin. Wurden im Grunde für eine Art, wenn man so will, so schäbig behandelt. Interessant war, erzähle ich nochmal die Geschichte. Also der Abteilungsleiter nannte sich damals Wissenschaft, Technik, Technik von der Abkürzung her. Ein promovierter Ingenieur, Anfang 50, also Jahrgang 39, also der war genau 50, also 51, 52, also durchaus erfahren und auch noch sehr leistungsbereit. Der wurde eben, war nicht der zweite Chef, auch nicht der Stellvertreter, sondern war dann normaler Mitarbeiter, so eine Art kleiner Gruppenleiter. Menschlich kamen wir mit dem eigentlich ziemlich gut klar. Der hat das auch mit Fassung getragen, dass er jetzt also nicht mehr das große Tier ist. Also meine Kollegen im Umfeld sind freundlich mit ihm umgegangen. Teil waren ja jetzt auch Ostkollegen damit. Also es war etwa eine Verdopplung der Abteilung in der Zeit. Wobei der Westen Anfang 90 noch Stellen besetzt hatte. Also das war von Westberlin her schon geplant und auch schon im Gange, diese Einstellungen, weil diese Abteilung sollte größer gemacht werden, damit BVG West sich groß entwickelt. Und da sind die letzten Einstellungen, ich glaube, im Sommer 90 gelaufen, wo dann zum Teil westdeutsche Leute eben gewonnen hatten im Laufe dieses Auswahlverfahrens. Wahrscheinlich durften sich die Ostler auch da gar nicht bewerben oder haben sich nicht beworben, weil sie eben einen sicheren Arbeitsplatz im Osten noch hatten. Die kamen dann eben zusammen. Wir waren dann anstatt dieser 12, als ich 87 anfing, irgendwann um die 50 rum, von denen also, weiß ich, über 40 Akademiker waren, also Hochschulabschluss hatten. Und der Abteilungsleiter, der fühlte sich natürlich dann auch groß. Hey, ich habe hier geballtes Know-how. Hat diesen ehemaligen Ostleiter auch freundlich mit eingegliedert, immer mit Vornamen, lieber so. Ich nenne jetzt keine Namen, um das noch ein bisschen getrennt dazu, also nicht nachvollziehbar zu machen. Wurde immer groß und lieb gelobt. Und dann kam Anfang 93 die Leute, die im Osten Verantwortung hatten, die mussten alle dann eine Stasi-Überprüfung machen. Und dann kam bei diesem Kollegen, den wir eigentlich sehr geschätzt haben, kam raus, also der hat irgendwelche Stasi-Kontakte und ich nenne es so locker ein Konto, also hatte eine Stasi-Akte. Er selber hat uns gesagt, hey, ich habe selber nie was unterschrieben, aber es kann sein, dass irgendjemand für ihn, da weiß ich quasi eine Art Akte angelegt hatte, ihm sei nichts bewusst. Interessant und für mich ein Stück beschämend war, was unser Abteilungsleiter damals gemacht hat. Also als dieser Bescheid kam, der ging ja dann über BVG-Oberabteilungen, wurde der sofort des Hauses verwiesen, kriegte Hauptbetretungsverbot. Sein Büro, der hatte kleines, ganz enges Einzelbüro, direkt neben meinem Büro mit Quertür, saß er da und durfte nicht mehr rein. Dann lag dieses Zimmer tot. Und der Westabteilungsleiter hat mit dem Lieben kein Wort mehr gesprochen. Also den hat er, ich weiß nicht, ob er ihm, vielleicht hat er es ihm selber verkündet und hat gesagt, so, und du musst jetzt gehen und tschüss. Und hat als, ich fand das menschlich so hart, dass das auf einmal der, den man schon 3 Jahre kennt, mit dem man zusammengearbeitet hat, auf einmal den Kontakt so abzubrechen. Selbst wenn der wirklich sogar gelogen hat und tatsächlich eine Akte hat bei Stasi. Es ist ein Mensch, so habe ich das gesehen.
Ich habe daraufhin, ein paar Wochen später, hatte gerade Familie, das zweite Kind da und war eben auch viele Tage zu Hause, weil meine Frau noch studierte damals, meine erste Ehefrau. Und habe dann, als ich da eben Tage zu Hause, habe ich gesagt, Mensch, ich lade den einfach mal ein und einen anderen Kollegen, der auch gerade der war richtig in Babyzeit. Und dann haben wir uns getroffen, zu Hause privat, weil ich sage, ich kann einen Menschen, selbst wenn er jetzt hier da so eine Akte haben sollte, ich kann den nicht einfach so abbrechen und als wäre das das allerschlimmste Schwein und Kontakt vollständig abbrechen. Ging nicht. Der hat sich dann sehr drüber gefreut und hat dann, weiß ich, den Prozess gegen BVG auch gewonnen und weiß nicht, ob er eine Auszahlung kriegte oder sowas. Er wollte jedenfalls nicht mehr rein, weil er längst in einem Ingenieurbüro dann eine interessante Aufgabe gefunden hat. Und Jahre später wollte er mich dann ins Ingenieurbüro holen. Da war ich aber dann selber schon eigentlich auf einem guten Weg innerhalb der U-Bahn und wollte auch nicht jetzt ins Ingenieurbüro rein. Ja, das fand ich beschämend, diesen Umgang, dass ich einen Menschen, den ich immer als meinen lieben Dings bezeichne, auf einmal gar nicht mehr anfasse. Deswegen habe ich einfach gesagt, nee, also den lade ich dann selber ein.